wird angezeigt im Display. Wissen, Eindorf. Radarkontrolle. Wie die hier durchs Kraft durchbrettern. Ist hier eine Radarfalle? Nee, wird keine angezeigt. Wir sind hoch, mir geht der Dampfmarsch vorbei. Hauptsache, ich kriege heute meine Ware etwas früher als letztes Mal. Dann schaffen wir es vielleicht auch. Überholen von Zugmaschinen frei. Ist hier eigentlich 70. Hol die Netze ein. Naja, Bau. Damit wird oben Dach gesichert mit den Netzen. Damit da keine Scheiße runterfallen kann. Das wird komisch aus. Hoppala. Ich komme nicht raus aus dem Loch jetzt. Kurz rüber. Begrenzung völlig kaputt. Wie kann denn das passieren? Ich weiß nicht, ich habe ein Alibi. Hier, Parkplatz. Tatsächlich. Es ist ein Parkplatz. Man glaubt das nicht. Da steht sogar einer drauf. Den Elend vor mir gibt jetzt langsam Gas. Er hat das Gaspedal gefunden. Das lag hinten auf der Pritsche. So wie es aussieht. Ja, ja, 50, ich weiß. Ich bin gerade dabei. Dreieinhalb Kilometer noch. Auf einmal können sie Abstand halten, ne? Die komischen Vögel hinter mir. Gerade fahren sie mir noch in einen Arsch rein und plötzlich, Radarfalle, können sie plötzlich Abstand halten. Schnitzel mit Pommes 6 Euro, boah, Nudeln 5 Euro, Pizza 5 Euro, Salat 5 Euro. Alter, bin ich arm, wenn ich da gegessen habe. Parken nur für Gäste, ach, sehr witzig. Gehen wir nur von da oder lachen. Was willst du denn da hinstellen? Das war ja unnötig. Ich will ja nichts sagen, aber. Dankeschön. Ja, Köln, 48 Kilometer. So vertieft in seiner Arbeit ist. Schöller, Wolle. Was für Wolle? Echt Wolle? Tatsächlich Wolle. Der Wolle. Wladimir Wolle. Hier mit seinem Rennwägelchen. Mercedes. DTM.
Willkommen in Eidorf. So, das ist die Frage. Jetzt kommen wir von der anderen Seite rein. Wo ist denn jetzt schon wieder ZF? Ich krieg heute noch die Matten. Quellforum Pausia. Mach das ja richtig, weil sonst komme ich zurück und drehe dir ins Kreuz. Wenn du da irgendwelche Falten reinmachst, drehe ich dir den Hals um. Das sieht nicht schön aus. Damit beschwert sich der Kunde. Über den Zebrastreifen. Gut. Ah, vermummt. Kilometer. Hier eine Apotheke. Ja, da haben sie. Lassen wir mal schnell reinspringen. Sonnenschutz brauche ich nicht. Löwenapotheke. Ist Aulwiese frei? Da darf ich nicht durchfahren, du Armleuchter. Im Lach. Begrenzungsleuchte vorne rechts, vorne links, Schlag in Tod. Den Wurm. Nee, das wissen wir doch schon. Da vorne ist doch Baustelle, du Pfeifenheim, wie ich. Ah ja, da sind wir. Okay. Wir müssen jetzt ganz vorfahren. 2,3 Kilometer geradeaus. Und dann rechts rein. Dann der Straße weiter folgen. Bleib stehen, Hund. Und ihr selbst gefallen, bleib stehen. Boah. Was für ein Riesengeschoss, ey. Alles nur für die Grasernte, alter Mann. Ich hab gar nicht gewusst, dass man so viel Geld mit Gras verdient. Wenn man das Gras auch noch rauchen könnte, das wäre geil, oder? Hier, das Gras. Gras, stinknormales Gras, in Tüten verpackt und verhökert. 4 Euro das Gramm. Immer noch besser als hier. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Große Neueröffnung. Ein Grund zum... Naja. In die Luft springen werde ich deswegen nicht. Bitze, 1 Kilometer. Die komischen Namen für irgendwelche Käfer. Ach, guck mal, ein alter BMW, ein richtig alter hier. Boah, der hat hier noch Uraltmühlen stehen. Reif fürs Museum. Wenn du Glück hast, findest du aber Teile. Wenn du Glück hast, wenn du viel Glück hast, wenn du richtig viele Scheiße viel Glück hast. Für ein E30 Teile finden. Ja. Neu bestellen. Weil sie die Teile noch auf Lager haben. Beim Gebrauchtwagenhändler, forget it. Für das Modell, das haben die längst eingestampft. Künstlerfachmarkt. Ah, da liegt nicht.
Spannwerk. Steht natürlich der LKW genau so, dass ich zwischen den beiden nicht durchfahren kann. Ja, schön, ne? Ja, an den Häufchen innen vorbei. Und der möchte bestimmt da rein. Okay. Ja, wir sehen uns gleich und wenn wir beladen sind. Ne? Bis dann. Ach ja. Was ist? Nein, Besatz, zurück, du dummes Scheißteil, du. Meine Ziele. Kilometer 14:34 Uhr. Damit durchfahren. Ehrlich gesagt. Nee, da möchte ich eigentlich nicht durchfahren. Nichts anderes übrig, ja. A3 560.